Ja, und damit willkommen zurück zu Starfield. Nächste Folge, nächstes Stück. Sie zu sehen. Ja, es freut mich auch. Und vor allem, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. So, wir gehen mal hier rein. Jetzt geht's los. Jetzt geht's nämlich los. Next Mission, next round. Wenn du zick machst, mach ich zack. Ich bin deine Begleitung, dein Schatten. Der Typ, der geht mir so auf die Nüsse. Okay. Du meinst, ob sie in der Loge eingesperrt werden soll, anstatt sie frei herumlaufen zu lassen? Die Antwort ist nein. So habe ich es doch nicht gemeint. Ich wollte bloß, dass Matteo sich um sie kümmert. Vielleicht sogar ihre Erziehung übernimmt. Mit mir unterwegs zu sein, ist eine bessere Erziehung als jeder pädagogische Ratgeber. Hast du dich je gefragt, was sie davon hält? Wir wollen beide dasselbe, Sam. Ihre Sicherheit. Ich kann nur für Coras Sicherheit garantieren, wenn sie bei mir bleibt. Sorry, Sarah. Aber dabei bleibt es. Okay. Okay. So, hier kommen wir ab. Und hier hin. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob man diese Fans immer wieder mal bekommt. Also vom Skill her schon. Aber ob man die vielleicht in irgendeine Mission alleine hinschicken kann. Und weißt du, was ich meine? So als, hier, mach mal. Soll ich erst markieren, oder? Aha, okay. Erforschte Route, Treibstoff 48. Ja. Route abbrechen. Du hast nicht jedes System. Versuche ein näheres System. Okay. Machen wir hier Olympus. Was ist das für ein Zeichen? Organe. Olympus. Ich weiß auch nicht, wie man auftankt oder so. Okay, was haben wir hier? Rufen? Keine Antwort. Können wir hier vielleicht andocken? Schauen wir uns doch mal um. Schön, wie sich die Luken beim Andocken perfekt aneinander schmiegen. Ja. Guten Tag, Captain. Wir haben hier keine Gravitation. Wieso sind hier Gegner? Shit, keine Muni mehr.
komm, nimm die hier. Wie sein immer zurückschmeißt, das ist schon krass. Er ist tot. Ich empfehle einen schnellen Rückzug, um die Lebenserwartung zu erhöhen. Kriegen das schon hin. Pumpe ist halt bloß ein bisschen lahm im Nachladen. Wir oder die anderen? Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Energie schnell. Hilfe. Hier, ja, Medpack. Wir haben ja 22, da ballern uns mal 2 ein. So. Aber ich habe halt keine Ahnung, wo wir hin müssen, ne? Hier sind wir in der Haupthalle.
Hier haben es sich wohl Spacer gemütlich gemacht. Kynox, das nur was auf jeden Nützliches Punkt. Gefunden? Ja, Munition. Der Spielautomat scheint noch zu funktionieren. Wenn wir die fehlenden Zahlen finden, können wir vielleicht den Jackpot gewinnen. So, wo geht's hier rein? Jackpot Backend. Kombination eingeben. Ja, keine Ahnung. Bewusstseinadapter, Schwarzmarktaktivität. Du hast Schmuggelware-Item aufgesammelt. Illegal, ja, ja, ja. Oh, das ist, halt, Inventar. Das Sonstiges, oder? Ja, hier, komm, wieder zurück. So. Nicht, dass wir dann Probleme kriegen, wenn wir später ein anderes System fliegen und so. Wir werden wieder scannen. Nee, da hab ich keine Lust drauf. Okay. Keine Ahnung, was man hier noch finden könnte. Jedenfalls sind also alle hinüber. Wieder Spacer-Gebiet. Keine große Überraschung. Und wir haben eine Kassette, glaube ich, gefunden. Da können wir auch gleich mal reingucken noch. Neue Items da. Ich rufe alle Spacer. Ihr wisst, wer ihr seid. Denn so nennen sie uns, oder nicht? Die Verantwortlichen. Die, die uns nie respektiert haben. Das Freestar Collective, die United Colonies, sogar die Crimson Fleet und Ecliptic. Sie sehen uns als Überbleibsel, nicht Angeschlossene, Spacer-Abschaum, der in den besiedelten Systemen sein Unwesen treibt. Und vielleicht haben sie recht. Aber egal, wir sind genauso von Bedeutung. Wir verdienen genauso viel wie sie. Viele von euch waren schon überall. Ihr habt die leeren Gebäude gesehen, Labore, Fabriken, was auch immer. Sie sind da draußen, nach dem Koloniekrieg verlassen. Und die anderen? Die wollen sie. Sie nehmen sie sich und alles, was darin ist. Wollt ihr das zulassen? Wollt ihr sie damit durchkommen lassen? Ich nicht. Ich will meinen gerechten Anteil. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin bereit. Okay, er ist bereit. Ja, gut. Du hübsch. Ei. Ei. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines Infos. Ja, ja. Ach, wir hätten ja von hier aus gleich in Cockpit gehen können. Ich habe gehört, du bist so schnell unterwegs, dass du einen Planeten umrunden und dir selbst auf die Schultern klopfen kannst. Ja. Das würde ich gern sehen. Der Typ, der macht mich alle. Warum haben wir den überhaupt mitgenommen damals? So, Graph. Aha. So. Nächster Wegpunkt da oben.
Sebastian, hätten wir jetzt die Schmuggelware dabei gehabt, hätten wir mit dem Problem gekriegt. Grüß dich auch. Alles klar, wir sind hier. Bist du bereit? Wenn wir nämlich angefangen haben, hast du mich an der Backe, bis es vorbei ist. Sie bleibt meistens auf dem Schiff. Dauert noch ein paar Jahre, bevor ich sie in irgendeiner Spelunke Whisky trinken lasse. Ich muss dir noch was sagen. Ich bin ein Co. So wie in Solomon Co., der erste Mensch auf Aquila. Die Geschichte, die ich erwähnt hatte, die wohl mit einem Artefakt zu tun hat, das ist eine Art Familienlegende. Solomon hat Jahre damit zugebracht, Aquila zu kartografieren. Und er hat auf seinen Sensoren ein einziges Fleckchen Nichts entdeckt. Ein Nichts wie von einem Artefakt. Er hat es das leere Nest genannt. Nicht einmal die Fauna von Aquila hat sich hingewagt. Okay. Solomons Karten liegen in der örtlichen Galbank-Filiale. Da wollen wir hin. Galbank-Filiale. Aquila City. Okay. Oh ja, mein Händler. Ist dann ein Techniker frei? Das ist kein Problem. Und du zahlst für den neuen Reaktor? Der läuft noch unter der Herstellergarantie. Ja. Ich bräuchte eine Rechnung. Warum das denn? Firmenrichtlinie. Kann ich sie einfach auf einen Zettel schreiben? Ein Laib Brot würde es auch tun, solange deine Unterschrift drunter ist. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Heutzutage ist es echt gefährlich da draußen. Stehlen? Nee, stehlen wollen wir nicht. Kann ich. Kann ich dir irgendwie helfen? Mein Schiff muss repariert werden, würde gerne mein Schiff sehen und modifizieren. Schau mal, was du für Schiffe im Angebot hast. Ich weiß doch nicht, wie viel. Du findest sicher was, was dir gefällt. Wie viel Geld wir haben? Bloodstock. Okay. Crew 3. Supplies. U5. Reaktor 18, Q3. Rechts Geld nicht, ne? Warte mal, wer hat 42.000? 400.000.
50, 45, 120, 42.000. Wir könnten eigentlich den Wortstock kaufen. Da könnten wir einen Crew mehr haben. Er hat zwar weniger Ding, hat aber dafür Gravitation ein mehr. Okay, wir könnten aber auch. Mal verkaufen. Wert 171. Gott. Nee. Schiff sehen und modifizieren. Okay, kein Problem. Okay. Reaktor, dank Schiff-Upgrade-Modus kannst du Verbesserungen an deinem Schiff vornehmen, ohne dir den Kopf darüber zuzubereichen, wo Module platziert werden sollten. Für einige Upgrades kann es Level- oder Skill-Voraussetzungen geben. Okay. Wir können natürlich den Reaktor verbessern. Das gibt uns nochmal 2 Punkte. Könnte man tun, ne? Schilde verbessern, Antriebe verbessern. Kanone verbessern. Ah, den Reaktor, oder? Was meint ihr? Wir hätten noch 2 Punkte über. Die können wir natürlich in die Sachen ein bisschen reinstecken. Antriebe brauchen wir eigentlich nicht. Kanone Mauler. Ja, das lassen wir dann erstmal so, oder? Oder machen wir hier Kanone? Was haben wir da noch? Ah, die sind alle schlechter. Willenschaden, Ausrüstungskraft. Distanz 4000. Die sind noch nicht schlecht. Feuerrate 1. Machen wir nur Fumm. Fumm. Okay, was haben wir hier? Laser. Autokanone Maler. Ja, oh, das ist. Ach komm, die gönnen wir uns. So. Gut. Alle Items werden in den Frachtraum geladen. Okay. Okay. Dann haben wir da mal ein bisschen was verbessert. Und da haben wir keine Muni mehr. Hier haben wir noch 300. Grendel hat halt. Auf Befehl von Marshal Daniel Blake muss ich berichten, dass es ein Problem bei der Galbank gibt. Es könnte Gefahr bestehen. Halte also lieber Abstand. Hier wird's nie langweilig. Ich kenne dich. Du bist Sam Coe. Der Marshal wird verdammt froh sein, wenn noch ein Freestar Ranger mithilft. Deine Informationen sind leider seit ein paar Jahren veraltet. Okay. Menschen in Gefahr sind, will ich helfen. Da können wir eine Sidequest annehmen wahrscheinlich. Das machen wir auch mal. Das ist wohl die Entscheidung des Marshals. Ehrlich gesagt läuft es nicht gut. Sieht nach einem Putt aus.
Hilfe von außen wäre vielleicht nicht verkehrt. Die Räuber lassen uns sicher nicht in Ruhe den Tresor der Galbank durchstöbern. Wir müssen die Sache irgendwie beschleunigen. Ein Schritt in Richtung Gebäude und es stirbt eine Geisel. Wollt ihr mir auch irgendwann mal eure Forderungen sagen? Vielleicht, wenn du jemanden findest, dem wir vertrauen. Zum Beispiel? Nicht du, keiner von deinen Rangern und auch nicht die Stadtwachen. Was zur Hölle soll ich damit denn anfangen? Da kommen wir ins Spiel, oder? Zurücktreten, sofort! Bin ich hier, um Ärger zu machen? Klingt, als könnte ich dir helfen. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich kenne dich nicht. Und jetzt tritt bitte zurück. Aquila City, wie es lebt und lebt. Mir wird es nie langweilig. Da brat mir doch einer einen Morph. Sam Coe. Ist lange her. Du bist vermutlich nicht hier, um dir deine Marke zurückzuholen. Pass auf, Sam. Nur damit das klar ist. Ich gebe dir nicht die Schuld. Von den anderen bekommst du aber wohl eine andere Begrüßung. Danke. Nett, dass du das sagst. Ein wenig habe ich die Begrüßung wohl auch verdient. Aber trotzdem, danke. Ihr habt ja wohl ein kleines Problem und meine Begleitung hier könnte die Lösung sein. Okay, Sam. Ich vertraue deinem Urteilsvermögen. Die Schaubande hat versucht, den Laden zu überfallen, wurde aber von einer Wache gesehen. Sie haben alle im Gebäude als Geiseln genommen und Wachen postiert. Wir können also nicht reingehen. Sie kommunizieren über das Intercom. Okay, sie müssen doch schon Forderungen stellen. Klingt das, wenn es mit Besen überreißt, die Schwabern? Sie reden nicht mit mir. Vertrauen niemanden mit Marke. Sie wollen einen neutralen Unterhändler. Sie hatten also keinen Plan für diese Situation und schinden Zeit, um sich einen zu überlegen. Oh, okay. Wie sieht dein Plan aus? Ohne Forderungen habe ich keinerlei Ansatzpunkte. Wir können nur abwarten. Reinschleichen. Vielleicht später. Aber erst einmal redest du einfach nur mit ihnen. Ach, schade. Finde raus, was sie wollen. Und erstatte mir dann Bericht. Geh es behutsam an. Nutze jede Gelegenheit zur Deeskalation. Du packst das. Hey, ihr da in der Bank. Ich schicke jemanden zum Verhandeln rein. Ich will deine da Hände ist sehen. Ganz schön was geboten, und keine Spielchen, oder? Klar? Du sollst also mit uns verhandeln, ja? Tja, wenn du glaubst, du spazierst hier einfach rein und überredest uns zum Aufgeben, vergiss es. Jet Bullock. Wow, du bist aber höflich. Also, woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich kenne dich nicht. Warum sollte mir dein Wort also irgendwas bedeuten? Ich will einfach nur noch raus. Ja, ich habe echt die Schnauze voll von dem Laden. Das kaufe ich dir nicht ab. Du kannst mich sowieso nicht umstimmen. Also, nächstes Thema. Mist. Wir wollen sicheres Geleit zum Raumhafen und ein Schiff. Wir setzen die Geiseln irgendwo an einem sicheren Ort im System ab. Danach geben wir durch, wo sie sind, und der Marshall und seine Crew können sie abholen kommen. Aber wenn uns jemand aus dem Orbit folgt, fangen wir an, Leute zu erschießen, klar? Glaubst du etwa, wir wollen hier eingesperrt bleiben? Scheiße, nein! Scheiße, die Freestar Ranger haben Schiffe. Sollen sie uns eins von ihren geben? Die ganze Sache ist komplett schiefgelaufen. Es sollte ein schnelles Ding sein. Sauber und simpel. Rein, raus.
Also bleiben wir einfach alle cool, okay? Meine Jungs drehen hier drin nämlich durch. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten. Okay. Es ist noch nicht zu spät, friedlich zu werden. Wie meinst du das? Glaubst du echt? Sterben ist der Marshall schuld, weil er uns nicht ernst genommen hat. Okay, die wollen... Scheiße, mir war nicht klar, dass so viel auf dem Spiel steht. Es ist niemandem was passiert, also ist der Richter vielleicht nicht so streng. Ja, ja, genau. Das Ganze geht schon lang genug. Sag dem Marshall, dass wir friedlich rauskommen. Reife Leistung. Du würdest einen guten Ranger abgeben. Würde ich das? Okay, jetzt gehen wir zum Marshall. Ein ganz schönes Spektakel, oder? Die Security. Wie sieht's aus? Echt, da noch eins. Wie hast du das denn hingekriegt? Ja, reden. Mit denen reden, habe ich, ja. Nachdem das Chance Leute sind, grenzt das an ein Wunder. Hier, das hast du dir mehr als verdient. Du hast uns aus einer schwierigen Lage geholfen. Und zwar mit Mut, was selten ist. Du würdest dich vielleicht sogar zum Freestar Ranger eignen. Wenn du Interesse hast, geh zum Turm und frag nach Emma Wilcox. Sie ist für neue Rekruten zuständig. Okay. Nachdem jetzt keine Leben mehr auf dem Spiel stehen, 3000 Credits. Gehen wir wieder zur Galbank und holen uns die Karten. Okay. Tom ist ein guter Mann, aber er ist in den falschen Kreisen unterwegs. Alles gut. Mir geht's gut. Wir übernehmen jetzt. Kurz. So, rein in die Bank. Danke. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Diesmal ist die Schaubahn zu weit gegangen.